Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu unserem kleinen Königreich in Reigns, wo wir heute scheinbar der siebte König namens Balduin sind. Nicht zu verwechseln mit dem komischen Drachen aus Skyrim. Das war nämlich eigentlich, der war deutlich cooler als ich. Naja, also zumindest sagen wir mal ein kleines bisschen größer und ein kleines bisschen, vermutlich auch ein kleines bisschen stärker. Aber na, wir werden sehen. Was sagst du da? Redest du mit mir? Haben die geupdatet, dass der Spielesgericht gewinnt? Ein Duell wird da immer noch abgehakt, obwohl das ja längst vorbei ist, aber ist egal. Ein Herzog hat ein feudales Recht wieder eingeführt. Er darf die erste Nacht mit einer Untertanin verbringen. Ja, wie jetzt? Lass sie gewähren oder das wird nicht passieren. Das ist natürlich jetzt die Frage. Warte mal, wer hat das gemacht? Ein Herzog? Das heißt, so wird er dann jetzt wahrscheinlich die Leute freuen und die Kirche auch, aber den Herr etwas entmutigen. Warum ärgert das denn die Leute? Ich dachte, ein Herzog ist nicht der Mensch, sondern... Ja, was soll das sonst sein? Hätte man sich denken können. Das Königreich im Süden behauptet, ihr wärt mit ihrer Prinzessin verlobt. Lehnt ihr ab, könnte es Krieg geben. Was? Aber warum freuen sich eigentlich... Warum sind eigentlich die Leute empört darüber, wenn ich sage, ich bin mit einer Prinzessin verlobt? Warum freuen die sich nicht für mich? Was ist das schon wieder für ein Volk? Das gibt's ja gar nicht. In der Hauptstadt ist die Cholera ausgebrochen. Der blaue Tod wütet. Schließt die Burgtore oder behandelt die Leute. Wir behandeln einfach die Leute. Wieso sind die alle immer böse? Was passiert? Warum sind die immer böse? Ich hab gesagt, wir behandeln die Leute und dann sind die sauer, weil ich das tue. Hier, Alter. Die Bergleute weigern sich, tiefer zu graben. Sie wollen mehr Geld. Ja, aber dann habe ich ja schon kein Geld mehr. Das ist ja fantastisch. Das geht ja gut los. Da haben wir nach einiger Zeit, kommen wir zurück in unser Königreich. Alles ist schrecklich. Die Verwaltung ist, weißt du, die Zentrumwirtschaft häuft sich mittlerweile in der Ablage, aber ist egal, wir sind ja selbst schuld. Wir hätten einfach nicht so lange in Urlaub gehen dürfen. Jetzt stehen wir da. Wir sollten das Königreich im Süden angreifen, es wird jeden Tag stärker. Ja klar. Jetzt ist der nämlich auch leer. Amama ab ab. Euer Schicksal erweitert sich. Ja, ist ja fantastisch. Ich sehe neue Karten, neue Pfade, neue in neuen Lebensbereichen. Dafür bezahle ich nicht, oder ja, wir machen mal einfach ja. Wir machen mal ja, weil neue Karten sind ja bestimmt fantastisch. Junius Schandmaul hat recht. Eine mächtige magische Kraft wird neue Zukunften für euch erschaffen. Ja, dann Lausion. Wie das? Das ist eine gute Frage. Wie das denn? Es gibt drei Geheimnisse in diesem neuen Universum. Fahrt fort? Nein. Ja, erzähl. Interessiert mich schon. Das falsche Glück kann euch helfen, einen unerwarteten Verbündeten im Verlies zu finden. Fahrt fort oder... Ja, erzähl mal. Wir hören uns das jetzt erstmal an. Die ehrgeizige Echse kann für Generationen Frieden bringen. Aha. Das fatale Fest geht nicht gut aus, aber wenigstens werdet ihr kreativ sterben. Was? Was, Alter? Wir haben von einer jungen Prinzessin... Das bleibt jetzt einfach so. Wir nehmen das jetzt einfach so hin. Das erzählen die beiden Scharlatane mir jetzt und dann muss ich das jetzt so hinnehmen und dann halt einfach sterben. Ja gut, willkommen zurück in Reigns. Wir haben von einer jungen Prinzessin gehört, die gegen ihren Willen in Burg Dunkelfels aufgehalten wird. Mein Pferd. Wir haben von einer Prinzessin gehört und er antwortet, mein Pferd. Also ich gehe mal davon aus, dass es jetzt eigentlich so gemeint ist, dass er damit reiten möchte, aber... Wahrscheinlich bin ich jetzt wieder der Einzige, der das Ganze irgendwie komisch findet. Wir reiten einfach mal los. Wir reiten einfach mal los, alle freuen sich, weil wir so gut sind. Ihr reitet in voller Rüstung nach Dunkelfeld, stolz und glitzernd. Und sterbt. Was willst du wenden? Hallo. Er speit Feuer. Seid ihr der König? Seid ihr wegen der Maid hier? Ja. Oh gut, hier nehmt sie. Erst werde ich euch töten, aber... Hier wird niemand getötet. Ihr seid wegen der Prinzessin gekommen. Da ist sie. Ende aus. Nein oder na schön. Wenn der so freundlich ist, warum sollte ich ihn dann töten? Nö, mach ich nicht. Nö, warum will ich das machen? Mein Held, ja. Mein Held, nö. Ja, hi, ich bin natürlich dein Held. Ihr seid zurück, Herr, beziehungsweise seid ihr zurück. Er hat euch das kleine Abenteuer gefallen. Der Drache war nicht billig. Das war ein Schauspieler. Ich habe mich so gefreut, dass ich den verfickten Drachen bezwungen habe. Wer bezahlt das? Ja, wer bezahlt das? Jetzt bin ich pleite. Euer Land ist abgewirtschaftet, Majestät, also gehört die Kaufland. Weil die mir einen Drachen holen? Weil die mich mit einem Drachen verarschen, bin ich jetzt schuld und alle sind tot. Also ich, Jakob. Ist das hier Krieg? Ich rechne damit, dass ich hier fürchterlich auf die Schnauze kriegen werde. Ich rechne mit dem Schlimmsten, aber wir werden erstmal sehen. Eure Truppen erhalten zu wenig Sold. Bitte bezahlt sie angemessen und pünktlich. Dadurch, dass ja der eine Punkt auf jeden Fall größer ist als der andere, gehe ich mal davon aus, dass das so besser ist. Ja, ja, komm, da freuen die sich sehr, sehr drüber. Es lohnt sich dann aber zumindest so, gerade am Anfang, wenn das noch so, wenn wir gerade starten. Ich habe mir übrigens in der Zwischenzeit sagen lassen, dass es auch schlecht ist, wenn die Sachen ganz voll sind. Dass man dann auch verloren hat, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Die gebirgige Gegend an der Ostgrenze ist unruhig und gesetzlos. Was können wir tun? Was sollen wir trinken? 7 Tage lang, was können wir tun? Jetzt sofort. Wir könnten sie, Sir William, als...
Regenten einsetzen und ihn für das Privileg bezahlen lassen. Da werden sich wahrscheinlich jetzt alle drüber beschweren. Und da wird dann nur mein Geld drunter leiden. Beziehungsweise, ja, da hätte ich dann wahrscheinlich... Nee, wir machen das. Moment, was? Einverstanden, Majestät, es ist eine große Ehre, eure Herrschaft in dieses wilde Land zu bringen. Seid stark oder seid gerecht? Das ist wahrscheinlich weniger Geld. Ich gehe mal davon aus, dass seid stark, dann ist das Heer. Oh, da müssen wir aber mit dem Heer langsam aber sicher aufpassen, dass die nicht zu überhand nehmen. Dank Sir Williams ist die gebirgige Gegend jetzt korrupt und gefährlich. Das ging ja schnell. Ruft ihn zurück. Ja, das ging in der Tat etwas sehr, sehr schnell. Sir William steht an der Spitze einer großen Banditenhorde. Soll ich die Armee entsenden? Ich hab den gerade vor einem Jahr losgeschickt. Jetzt steht er an der Spitze einer großen Banditenhorde. Ja, schick mal los. Hau die mal kaputt, den Penner. Was ein Arschloch. Ergebe mich, lasst mich am Leben und ich sage euch, wo der Schatz der Banditen ist. Ist das Geld wert? Wir bringen den um. Wir bringen den um, ist mir scheißegal, Arschkrampe. Ich bin jetzt erst im zweiten Jahr, das war alles ein Jahr. Ach du Scheiße. Ich komme jetzt schon nicht mehr klar. Das Königreich im Süden behauptet, ihr wärt mit ihrer Prinzessin verlobt. Lehnt ihr ab, könnte es Krieg geben. Nein, wir werden das diesmal nicht tun. Und das war letztes Mal schon total bescheuert. Das machen wir nicht nochmal, nein. Der Doktor betreibt gottlose Experimente in einem verborgenen Raum. Das muss enden. Weißt du, darüber Bescheid verärgert die Kirche? Das freut wahrscheinlich die Kirche, ärgert aber das Volk. Das ist das kleinere Übel. Aber jetzt müssen wir aufpassen. Eure Kirche ist schwach und das Volk lästert über Gott. Was ist jetzt die Entscheidung? Ja. Lanya. Die Lanya. Okay, danke. Gebt genug uns und Macht, um in eurem Land Gottes Recht durchzusetzen. Der Papst ist bereit, dafür zu bezahlen. Das ärgert die Leute, wenn die Kirche kriegen? Aber dafür sind die anderen beiden Sachen jetzt äußerst voll. Okay. Wir sollen das Königreich im Süden angreifen. Es wird jeden Tag stärker. Also mal einfach das, um das ein kleines bisschen auszugleichen. Ist mir ehrlich gesagt gerade lieber. Majestät, euer Urin riecht heute Morgen nach Rhododendron. Mal wieder. Ihr solltet für eine Weile nicht rein. Ja, aber das wird wahrscheinlich jetzt das Herr dann wieder stören. Warum auch immer? Weil ich nicht reite. Entschuldigung. Ich habe in meinem letzten Leben noch einen Drachen bekämpft. Da muss man jetzt nicht immer drüber schimpfen, liebe Leute. Ich möchte ein paar Lehen für meine Tränke und Amulette eröffnen. Ja, weil das war jetzt dann so, weil wir haben genug Kirche. In Minen sind wir auf Gold gestoßen. Sollen wir tiefer graben? Nein. Weil wir haben nämlich genug Geld, aber die Leute nicht so viel. Wir müssen jetzt irgendwas fürs Heer so langsam aber tun. Eure Soldaten verlangen von einigen Priestern und ihrer Gemeinde Schutzgeld. Beendet das. Oh nein, wird wahrscheinlich dann jetzt die Kirche und das Dorf richtig ankotzen. Wir machen jetzt mal einfach das hier, weil das die kleineren Ausrufe. Aber wir müssen mit dem Herr so langsam mal sicher gucken. Lüge, wir fordern nur das Geld. Lüge, wir fordern nur das Geld ein, dass sie an die Kronen entrichten müssen. Ihr seid so nachsichtig mit ihnen. Senkt die Steuern? Also gut. Senkt die Steuern. Aber das wird ja das Herr dann jetzt nur noch mehr anpissen. Nee, tut's nicht. Okay, nehmen wir so. Möchtet ihr die junge Prinzessin eines benachbarten Königreichs heiraten? Ja. Alle freuen sich. Jetzt geht's auf einmal. Ach so, jetzt läuft's dann. Ein sprunghaftes Volk. Komische Leute. Der Süden erbittet Hilfe im Konflikt mit dem Westen. Jetzt sind wir Soldaten als neutrale Beobachter? Sie zahlen. Ich gehe mal davon aus, dass das Heer dann jetzt auch wieder schwach werden würde. Deswegen mache ich jetzt mal einfach das hier. Ist mir, glaube ich, lieber. Bevor ich jetzt ein bisschen Geld nehme, was sowieso schon recht voll ist, dafür das Heer weiter schwächen, nehmen wir erstmal lieber das hier. Ich habe am Hafen eine angesagte Taverne eröffnet, sagt der Wolf. Leiht ihr mir gütigerweise etwas Gold? Das ärgert wahrscheinlich jetzt die Kirche, stärkt aber wahrscheinlich das Volk. Ja, genau, und das Geld, das war wie erwartet, okay. Pater Brown. Ein heiteres Grüppchen eurer betrunkenen Soldaten hat ein Kloster geplündert. Wir wollen Gerechtigkeit. Nein oder ja? Ja heißt wahrscheinlich, dass die Soldaten angepisst sind. Das ärgert wahrscheinlich die Kirche, füllt aber die Soldaten gleich ein bisschen auf. War mir jetzt gerade wichtiger. Ist zwar eigentlich ungerecht, aber... Faringon, ja? Da fehlt ein T, dann wäre Farrington. Aber auf mich hört ja scheinbar keiner. Die Baronien des Ostens führen wieder Krieg und ihre Bevölkerung kommt scharenweise zu uns. Heißt sie willkommen oder schließt die Grenze? Heißt sie mal willkommen. Moment, es gibt einfach nur Geld, aber alles andere ist negativ. Wieso das denn? Die Nonnen eines Klosters haben begonnen, wie Katzen zu miauen. Breitet sich im Dorf aus. Geht mich das an oder General? Ja, Moment. Freut das jetzt dann das Heer oder... Nein, wieso? Nein. Ich dachte eigentlich, dass das Heer dann sich jetzt darüber freut, dass sie denen in die Schnauze hauen können.
Ihr schickt das Heer, um die Nonnen am Miauen zu hindern. Die Kirche ist beschämt, doch sie billigt euer Vorgehen. Hallo, Vögelchen. Schicksal, ja? Die Nachricht lautet, ein kleines Dorf in den Baronien des Ostens hat einen Golem erschaffen. Ja, gut, läuft. General oder unmöglich? Unmöglich. So, guck. Die Nachricht lautet, ein Dorf im Süden... Moment, Pippin in Blossom. Hier gibt's doch einen seltenen Dingsbums. Link's Awakening, wobei ich nicht weiß, wie die in der deutschen Version heißen, aber ist egal. Die Nachricht lautet, ein Dorf im Süden fordert Polygamie. Kirche entsenden? Die Armee entsenden. Wir entsenden die Kirche, weil ansonsten wäre das ja wieder schrecklich gewesen. Wobei, wenn die Armee gegangen wäre, vielleicht hätten sie sich darüber gefreut, weil sie polygam leben können, aber... Was weiß ich schon. 777, die Zahl des Glücks. Jetzt geht's aber los hier quasi. Eure Minen befördern nicht genug Eisenerz zur Herstellung von Waffen. Wir müssen sie im Ausland kaufen. Ja oder nein? Wir machen jetzt mal einfach ja, damit sich das Herr freut, weil das muss ja langsam, aber sicher. Möchtet ihr umarmt werden? Von William, dem Vollstrecker. Nein. Ich habe jetzt nur darauf spekuliert, dass das Heer wieder auffüllt. Das war der einzige Grund. William, der Vollstrecker, ist ein fauler Heuchler. Mag ihn nicht. Ja? Nee, Moment, stopp, ich habe jetzt gedacht, dadurch, dass ich mich nicht von dem umarmen lassen habe, darüber haben die sich gefreut. Deswegen habe ich gedacht, dass die den nicht mögen. Und wenn die den nicht mögen und ich sage, das ist ein Heuchler, dass die sich darüber jetzt freuen, aber tun sie auch wieder nicht. Also jetzt mal ohne Scheiß, undankbares Pack, dieses Heer. Gurr, sagte er. Anscheinend hatte der Vogel eine Botschaft, aber sie ist nicht mehr vorhanden. Auf dem Fenster sehen, unter dem Thron sehen. Auf dem, unterm Thron. Ich gehe mal einfach da gucken. Ihr findet einigen Entschuldigung? Wieso das denn? Unrat, ich geb dir gleich. Diese Botschaft muss wichtig sein. Lasst mich ein paar Männer an die Grenze entsenden. Ja, nein. Ja? In der Hoffnung, dass das Herr wieder voll macht, Alter. Die werden mich, glaube ich, sonst bald stürzen. Habe ich so langsam aber sicher das Gefühl. Ich möchte ein Lied für eure Majestät singen. Es heißt Der Narr und seine Majestät. Ja, hau raus. Es war einmal ein armer Narr, der sang allein ein trauriges Lied. Mach weiter. Er hatte einen majestätischen Begleiter, ein dunkles, hässliches Tier. Aber freundlich und sauber und es wedelte ständig mit dem Schwanz. Vielen Dank. Die Mündung des Tropfenflusses ist ein Sumpfgebiet und gefährlich für Reisende. Wir sollten es säubern. Das kostet wahrscheinlich, aber die Leute freuen sich sehr. Das ist, glaube ich, eine gute Idee, so für den Moment. Alles, was nicht Herr ist, ist im Moment erstmal schon mal sicher. Alles, was mit Herr zu tun hat, könnte dann knifflig werden. Mein König, offenbar ist die Hygiene eurer Armee sehr schlecht. Dafür sollten wir mehr Geld aufwenden. Macht das Herr jetzt glücklich, wenn die sauberer werden? Ja, danke, meine Fresse. Also jetzt wird es aber langsam aber sicher, wäre es jetzt auch absurd geworden, ehrlich gesagt. Ach, hi, Königin Elsbeth. Ja, wenn es weiter nichts ist. Majestät, wir sollten uns am Burgfenster zeigen, das Volk möchte uns zusammen sehen. Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt das Volk enttäuscht, aber das Herr dann glücklicher macht. Warum macht das Herr unglücklich, wenn ich mich nicht zeige, Mensch? Das macht überhaupt keinen Sinn. Die Ernte war fantastisch, Majestät. Gebt dem Herr zu essen, gebt dem Volk zu essen. Jetzt, das war sehr, sehr gut. Dieses Jahr geschieht aber auch gar nichts. Die Armee langweilt sich zu Tode. Geht exerzieren, verteilt Wein. Wir machen mal das da, weil die Kirche so voll ist. Ach, Moment, da freuen die sich auch drüber. Ich mag Buden nicht. Ja, es ist Noob rückwärts, es passt so. Wer mag schon Noobs? Er ist ein winselnder Lügner, aber ein nützlicher. Ihr habt recht. Ich weiß nicht, wer das ist, deswegen lasse ich ihn jetzt einfach mal da. Bitte gebietet dem feigen und dummen Massaker an unschuldigen jungen Frauen ein. Ich weiß nichts davon, oder ja? Ja? Warum will ich... Oh, wir müssen aufpassen mit dem Volk so langsam. Wuff, wuff, Rex möchte, dass ihr ihm folgt. Also gut. Wuff, grrr. Rex bringt euch zu einem einsamen Wohnwagen auf dem Marktplatz. Den Wagen betreten? Ja, lass mal machen. Wir gehen mal gucken, was das ist. Hi! Sag nichts, ich sehe einen König oder einen Adeligen. Ja, wenn... Ja, ein König. Adelig passt ja dann eher noch weniger, oder? Oh, 30 Jahre sind wir schon. Ruhmreich und von majestätischer Gelassenheit. Vor ihm liegt ein Hund oder eine Ruine. Ja, der Hund ist ja gerade mitgekommen, deswegen gehen wir mal davon einfach aus. Der sieht ein bisschen aus wie Toad, oder? Der Typ, der sieht ziemlich aus wie Toad. Mit roten Augen und einem Grinsen. Der ist ja wieder. Der Teufel. Genug. Das macht 600 Goldstücke. Nein, ihr seid ein Gauner? Ja. Macht das jetzt das Volk glücklich, wenn ich das nicht mache? Oder wenn das jetzt Volk glücklich... Nein. Oh, Gott sei Dank. Okay, wir müssen aber mit den beiden langsam auch aufpassen nach oben hin. Königin Elisabeth wird vom Volk und der Armee geliebt. Gebt ihr mehr Macht. Nein, wird wahrscheinlich das Volk jetzt senken, aber Herr und Geld steigern? Herr auch schlecht, Mann. Warum auch immer, das verstehe ich nicht. Also egal, eure Entscheidung wird Tausenden von Unschuldigen den Tod bringen. Eine eurer Entscheidung. Welche? Ich kann nicht glauben, dass ihr das getan habt. Was denn? War nicht mein Ernst? Findet euch damit ab.
Was? Ich weiß gar nicht, was los ist. Das Vieh stirbt an einer Seuche tagtäglich mehr. Helft euren Bauern, sie einzudämmen. Ja, kostet Geld und füllt... Ja, komm, wir mal. Wir helfen da mal. Das war eine Lüge und ihr habt sie zu gerne geschluckt. Gut gemacht. Was? Nein! Der König des Westens bietet uns viel Geld. Er will einen kleinen Teil unseres Landes kaufen. Ja oder nein? Ja, füllt wahrscheinlich sehr, sehr viel Geld auf, macht das Volk dann aber schlecht. Das kostet ein bisschen Geld. Mach das jetzt mal einfach so, weil das ist... Jetzt haben wir nämlich alles relativ ausgeglichen, bis auf die Kirche. Die müssen wir langsam aber sicher, müssen wir der Kirche mal ins Bein pinkeln. Die werden wir zu gefährlich. Ein Schiff steht unter Quarantäne. Es könnte die Pest an Bord haben. Soll der ganze Hafen unter Quarantäne? Das kostet wahrscheinlich viel Geld, ne? Das bringt etwas Geld, entzündet aber das Volk. Ich mach einfach mal so. Die Wikinger greifen uns an. Oh nein, Vicky kommt angerannt. Wir müssen unser Königreich im Norden verteidigen. Greift sie an oder verteidigt das Land? Das wird wahrscheinlich... Das wird... Warum freut das die Kirche, wenn ich Krieg mache? Was ist das denn bitte? Lang lebe der König, heute werdet ihr 50 Jahre alt. Stimmt doch gar nicht. Ich bin 38, erzähl euch so einen Schwachsinn. Also Lautspiel. Das darf ich mir jetzt wieder wochenlang anhören. Seid bloß still oder ja? Seid bloß still. Ein fremder Händler verkauft neuartige landwirtschaftliche Geräte. Wir sollten seine Ware kopieren. Ja. Warum kostet das Geld? Ich dachte, wir verdienen damit dann. Einige Dörfer behaupten, himmlische Wesen griffen sie an. Sicher ein Trick, um weniger Steuer zu zahlen. Nein. Weil das hätte sonst das Geld noch mehr geschwächt und es wird langsam aber sicher auch etwas eng da. Der Kuchen wird euch einen Vorgeschmack aufs Paradies geben, Majestät. Und Magenkrämpfe. Ja. Leute freuen sich, wenn ich Kuchen esse, scheinbar. Das Tribunal Gottes hat Meister Abraham von Aragon festgenommen. Unterzeichnet ihr seine Verurteilung? Nein, lasst ihn frei, wird die Kirche jetzt hoffentlich sehr, sehr anpissen. Yes! Alles richtig gemacht. Alles erstmal richtig gemacht. Wir brauchen nur langsam aber sicher ein kleines bisschen Geld. Vielleicht können wir dank der diplomatischen Bemühungen unserer Botschaft dauerhaft für Frieden sorgen. Kostet Frieden Geld? Wahrscheinlich schon, ne? Vielleicht können, Mach jetzt mal einfach das hier, weil das Volk freut und das Herr etwas ärgert. Die Händlergilde verkauft Waren, die traditionell im Kloster hergestellt werden, setzt dem ein Ende. Nein heißt wahrscheinlich, dass ich Geld kriege, oder? Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Zu viel Zucker, Majestät, das bringt euch noch um. Das ist ein süßer Tod. Ja, ja. Die Bergleute weigern sich tiefer zu graben, sie wollen mehr Geld. Nein, weil das bringt mir nämlich etwas mehr Geld. William der Vollstrecker ist ein fauler Heuchler, ich mag ihn nicht. Ja. Wir sollten Wallfahrten zum Grab des heiligen Armand einführen. Kostet dann jetzt aber wieder Geld, ne? Ist egal, das war es vielleicht für den Moment erstmal wert. Wir brauchen jetzt dann aber wieder Kohle. Wir sollten Geld für eine Gemeindescheune ausgeben, um so Hungersnöte vorzubeugen. Kann ich mir gerade nicht leisten, Alter. Scheiße. Eure Festung ist zu schwach. Wir sollten einen neuen Turm bauen. Kann ich mir immer noch nicht leisten. Scheiße. Der Schwarzhandel blüht, entsendet ihr mich. Jetzt wird es langsam aber sicher werden, habe ich das Gefühl, dass es etwas eng wird. Wir sind tatsächlich jetzt 50 geworden. Heilige Scheiße. Der Schwarzhandel blüht, entsendet die Armee in die Straßen, um dem einen halt zu gebieten. Nee, ich hatte gedacht, das bringt mir Geld. Scheiße, euer Volk ist doch völlig gleichgültig. Na, ist es nicht. Nein. Warum sind ihr sauer, wenn ich Nein sage? Das ist alles. Mehr habt ihr zu dem Thema nicht zu sagen? Staatsangelegenheiten oder ja? Ja. Der Tropfenfluss ist weiter ausgetroffen. Wir sollten einen Damm bauen. Nein, aber dann... Nein. Scheiße, nein. Durch den Damm werden die Wikinger weniger Wasser haben. Wollt ihr wirklich fortfahren? Nein. Im Süden hat sich ein Wunder ereignet. Eine Statue des Propheten weint Blut. Erklären wir sie für echt. Das bringt mir jetzt... Warum kostet es mich Geld, wenn ich eine Statue für echt erkläre? Das verstehe ich nicht. Der König des Westens weiß über den Zustand unseres Heeres Bescheid und will uns angreifen. Zurückziehen und sammeln oder mobil machen und angreifen. Zurückziehen und sammeln. Das ist... Oh, das... Gott sei Dank. Das hat zumindest erstmal geholfen. Majestät, wollt ihr mit mir fechten? Ich bin ein guter Lehrer. Lasst uns wenig Geld setzen. Nein. Ja, langsam echt eng. Scheiße. 57, kann ich nicht einfach jetzt altersmäßig sterben? Das wäre fantastisch. An einem entlegenen Dorf lernt man die Kinder, Männer des Königs anzuspucken. Statuieren wir ein Exempel? Nein. Damit das da wieder voller wird. Die Wallfahrt zum Grab des heiligen Armands zieht tausende von Leuten an. Dürfen wir daraus Kapital schlagen? Aber sicher doch. Die Nachricht lautet, ein Greif hat Garnison von Süden verwüstet. Ignorieren oder Geld schicken? Nein, ein Erdbeben. Ich konnte mir das nicht leisten mit dem Geld. Ein Erdbeben war großes, das konnte ich mir auch nicht leisten. Große Stadtwache erwartet Befehle. Verhindert Plünderer. Rettet die Opfer. Jetzt bin ich tot. Ja.
Ich habe 60 Jahre regiert, immerhin das, aber dafür sind wir jetzt direkt tot. Meine Damen und Herren, das war jetzt aber sehr, sehr ereignisreich. Wir haben über 60 Jahre geschafft, wer hätte damit gerechnet? Ich wäre jetzt also lieber dann doch am Alter gestorben als so jetzt, aber ich meine, ich nehme es dann doch noch hin. Meine Damen und Herren, dafür bitte Like-Button kaputt kloppen. In den Kommentaren immer noch unser Lieblingskönigreich. Was ist denn eigentlich euer Rekord und vor allem, wann werde ich, bin ja eigentlich schon mal altersmilde gestorben. Das war eigentlich fantastisch, aber werden wir das nochmal hinkriegen? Wahrscheinlich nicht. Dafür haben wir einen Drachen gesehen. Komm, wie cool war der Drache bitte? Vielen lieben Dank, dass du da warst, du offiziell winkenderweise wie immer. Bis zum nächsten Video. Yeah, liebe Leute. Tschö.